Ist die Gaskrise gefährlich für Personal Trainer? Wenn du selber Personal Trainer bist, wirst du vielleicht dir schon diese Frage gestellt haben, ob das irgendwann auch dich betreffen wird. Und wenn du Personal Trainer werden möchtest, kannst du natürlich auch die Frage stellen, okay, gerade über Krisensituationen ist es vielleicht gerade die perfekte Zeit, um mich selbstständig zu machen. Ja, ist es überhaupt krisensicher, dieses Geschäftsmodell Personal Training? Und genau das werden wir uns heute eben ganz genau ansehen, was es damit auf sich hat. Und zwar müssen wir erstmal so ein bisschen schauen, okay, wer ist so die Zielgruppe, wer sind die Betroffenen? Und dann müssen wir vergleichen, wo es eventuell Probleme geben kann. Könnte. Ja? Und die Betroffenen von dieser Gaskrise sind natürlich einfach energieintensive Unternehmen. Ja? Das ist natürlich klar, dass die eben Probleme bekommen, wenn die viel höhere Gaspreise haben, viel höhere Energiekosten und dabei so vielleicht sogar noch eine geringe Marge haben, dass die es halt nicht so gut haben werden in der Krise. Aber das sind ja zum Glück, ist ja zum Glück nicht unsere Zielgruppe, sondern unsere Zielgruppe sind ja eher Privatpersonen. Ja? Also einfach Leute, die eben kein Unternehmen sind. Ja? So, und wie trifft jetzt diese Gaskrise die Privatpersonen? Das müssen wir uns halt jetzt mal anschauen. Und zwar haben wir natürlich einmal höhere Energiekosten auf privater Seite. Ja? Es wird teilweise davon gesagt, dass der Strom irgendwie zu 100 oder vielleicht sogar auch zu 200% steigen wird. Das heißt, wenn wir so Stromkosten hatten davor von 50 bis 80 Euro, sind es vielleicht jetzt 100 bis 160 Euro oder vielleicht sogar noch mehr pro Monat. Ja? Also wir haben eine deutliche Erhöhung des Strompreises. Ja? Und wir haben vielleicht auch eine sehr hohe Nebenkostenabrechnung von irgendwie 1.000 oder 2.000 Euro. Ja? Natürlich kann man das jetzt nicht genau sagen. Ja? Das ist auch bei jedem wahrscheinlich unterschiedlich, je nachdem, wie viel Energie verbraucht wird und so weiter und so fort. Ja, natürlich auch, was für Verträge man hat, wie man heizt, ist mir alles bewusst, ja, aber wahrscheinlich wird es hier in diesem Bereich irgendwo sein und selbst wenn es jetzt hier 3.000 oder 4.000 Euro sind, ja, hat das jetzt nicht auf alle eine riesengroße Auswirkung. So, also so werden eben diese Privatpersonen getroffen. So, und jetzt müssen wir uns jetzt eben anschauen, okay, wie schaut denn jetzt konkret die Zielgruppe im Personal Training aus? Das sind natürlich Privatpersonen, aber das sind natürlich Personen, die sich wahrscheinlich eher das dir leisten können pro Monat. Ja, also dein Personal Training wird wahrscheinlich pro Monat auch etwas kosten, ne? Wahrscheinlich so 400 bis 600 Euro pro Monat, wenn du zum Beispiel ein Paket verkaufst oder wenn du jetzt Stunden verkaufst, ja, solltest du natürlich auch ein bisschen was Geld verlangen, sonst kannst du damit nicht selbstständig sein. Ja, also 400 bis 600 Euro pro Monat sollten die Kunden wahrscheinlich zur Verfügung haben, um mit dir als Personal Trainer zu arbeiten und das kann man so, würde ich mal sagen, ja, ab dem Einkommen von ungefähr 3.500 Euro netto, ja, da geht das wahrscheinlich. Ja, natürlich kannst du vielleicht auch mal mit 3.000 Euro schaffen, wenn du sehr wichtig ist, aber es gibt natürlich auch viele, die noch deutlich mehr als 3.500 Euro verdienen, ja, als diese Summe hier. Und aber ich würde mal so sagen, ungefähr ab dem geht es los. Ja. So, und jetzt muss man sich halt anschauen, okay, wenn man halt dieses Geld zur Verfügung hat, beziehungsweise wenn man hier das verdient, beziehungsweise noch mehr verdient, dann ist es ja nicht so, dass dann jetzt diese Zahlen hier umbringen werden, ja, diese erhöhten Kosten hier. Ja. Einmal die Nebenkosten, ja, wenn man jetzt da halt ein paar tausend Euro zahlen muss sogar, ja, dann werden diese Menschen, die jetzt eben hier das Geld verdienen, die werden auch was zurückgelegt haben, zum Beispiel für solche Fälle. Ja. Oder wenn jetzt hier die monatlichen Kosten ein bisschen steigen, ja, dann ist es halt so, dass es natürlich vielleicht trotzdem wehtun kann. Natürlich ist es doof, ja, aber es ist nicht so, dass sie dann direkt sagen, okay, jetzt muss ich direkt meinen Personal Trainer canceln. Stell dir mal einen Arzt vor, der irgendwie 5.000 Euro oder sowas netto im Monat verdient. Ja. Für den ist es halt hier nicht so schlimm wie für jemanden, der nicht so viel verdient. Ja. Weil man natürlich auch sagen muss, dass es natürlich sehr, sehr schlecht ist, trotzdem natürlich für die Gesamtheit, ja, dass eben viele Leute hiervon getroffen werden, aber es wird eben die Leute, die halt ein bisschen mehr verdienen, weniger treffen, was ja auch irgendwo logisch ist. Ja. Und wenn man sich jetzt eben anschaut, okay, wie viel Prozent der Deutschen verdienen denn so viel, ja, habe ich auch in der Statistik für euch rausgesucht und das sind ungefähr so 10%. Und also 10% verdienen eben 3.500 Euro netto oder mehr im Monat. Ja. Wenn man jetzt hier mal so eine Pyramide aufzeichnen würde, was das Einkommen betrifft, ja, dann ist es halt einfach hier so der obere Teil dieser Pyramide hier. Ne. Das sind so diese 10%, die eben dieses Geld verdienen und die eben auch deine Zielgruppe sind als Personal Trainer, weil die darunter können sich halt eher weniger Personal Training leisten. Ja. So, und jetzt haben wir eben das folgende Problem, ja, wenn du eben Personal Trainer bist, ja, und zum Beispiel nicht mit diesen 10% arbeitest, eben mehr verdienen, ja, dann und zum Beispiel hier dich in diesem Bereich hier befindest, ja, hier in dem mittleren Segment, ja, wo du vielleicht sagst, okay, wir machen eine Personal Training Stunde pro Monat für 50 Euro oder sowas, ja, oder keine Ahnung, wir machen irgendwie 100 Euro im Monat und dafür betreue ich dich komplett oder irgendwie sowas, ja, dann kann es natürlich sein, dass diese Menschen hier das treffen wird, diese erhöhten Energiekosten und dass sie sagen, okay, damit kann ich mir jetzt eben das Personal Training dann nicht mehr so gut leisten. Ja? Das bedeutet, es gibt ja zwei Szenarien hier,
die eben auftreten können. Und zwar erstens ist, wenn du halt hier die oberen 10% trainierst, ja, die eben diese mehr Energiekosten, wo das nicht so tragisch ist, ja, wo du nicht gleich den Personal Trainer kündigen dafür, ja, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Oder du trainierst halt einfach Leute aus diesem Bereich hier, denen halt das Personal Training so wichtig ist, ja, dass sie es auf gar keinen Fall verlieren wollen und dafür vielleicht an anderer Stelle sparen wollen, was natürlich sehr lobenswert ist, weil Training ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, ja, für diese Menschen. Ja. Und solange das bei dir der Fall ist, dann musst du dir um dein Personal Training Business auch keine Sorgen machen, beziehungsweise auch wenn du im Personal Training Business startest und eben auf diese obere 10% hier gehst, ja, dann ist es nicht anders wie vor einem Jahr oder sowas. Ja. Also das ist hier eben wichtig festzuhalten, dass Personal Training eigentlich schon ein relativ sicheres oder ein krisensicheres Geschäftsmodell ist. Ja. Und das sage nicht nur ich jetzt, weil ich hier diese Beispiele gemacht habe, sondern ich habe zum Beispiel auch andere Personal Trainer gefragt. Mit Chris hatte ich neulich ein Interview, das habe ich ihn gefragt, das werde ich hier gleich nochmal einblenden. Und ich habe zum Beispiel auch eine Dozentin gefragt von uns, die auch selbstständige Personal Trainerin ist, wie das bei ihr so ist. Und deswegen habe ich hier mal für euch auch die Meinung von diesen Personen nochmal hier ins Video mit eingefügt. Ja. Und das heißt, ja, schaut euch das gerne mal an und dann seht ihr mal, was eben Personal Trainer dazu sagen zu dieser Situation. Mein Name ist Franziska Schadl, ich bin Online-Personal Trainer und Ernährungscoach. Ich betreibe hier in Stuttgart ein Personal Training Studio und ich kann sagen, dass ich von der Energieerhöhung bis jetzt noch nichts zu spüren bekomme. Weder in der Neukundengewinnung noch bei Bestandskunden. Und zu meinen Bestandskunden zählen nicht nur die Gutverdiener, sondern genauso auch Geringverdiener und auch Normalverdiener, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube selber auch einfach, dass wir das gar nicht so zu spüren bekommen, weil ich denke, wenn ein gewisser körperlicher Schmerz da ist oder auch ein ästhetischer Schmerz, ist man jederzeit bereit, das Geld da rein zu investieren oder auch extra dafür anzusparen. Also wenn wir schon so beim Thema deine Kunden sind oder generell Kunden als Personal Trainer, wie ist denn das jetzt auch so jetzt in diesen Krisenzeiten? Ja, also wir haben jetzt die Corona-Krise gehabt, dann kommt jetzt Energiekrise, ja, die Leute haben vielleicht weniger Geld oder keine Ahnung was, aber merkst du es auch bei deinen Leuten im Personal Training oder dass diese Leute auch sagen, okay, ich kann mir jetzt den Personal Trainer nicht mehr leisten? Oder ist es so, dass sie sagen, ja, weiß ich nicht? Also, mit meinen Kunden bin ich ja schon sehr lange zusammen und habe eine gute Freundschaft entwickelt. Man redet also über solche Themen auf alle Fälle in den PTs. Ne? Und sagt, oh, jetzt hier Nebenkosten mehr und so und so. Und es hört sich immer nicht gut an, denn Personal Trainer ist trotzdem ein Luxus, den sich derjenige gönnt. Ja? Ja. Der eine fährt ein schickes Auto, der andere hat irgendwie tolle Uhren oder was auch immer. Und der eine hat halt einen Trainer. Ja? Also ich habe auch viele Kunden, die haben zum Beispiel kein Auto, weil die jetzt sagen, okay, das investiere ich lieber in meine Gesundheit. Aber mega, ey, dass es solche Leute gibt, ne? Es gibt viele, ja. Also die haben es da wirklich mehr verstanden. Sie existieren, genau. Okay. Und auf alle Fälle, das ist auf jeden Fall Thema, aber da bin ich ein bisschen glücklich gesegnet. Das kann man natürlich jetzt nicht so genau beantworten. Also individuell ist es halt immer unterschiedlich. Je nachdem, was du für Kunden hast. Ich habe jetzt in den Segmente reingekommen, eher Beamte oder Ärzte oder Softwarebranche, so die Richtung. Und die berührt jetzt diese Krise jetzt nicht so. Ne? Also denen ihren Job läuft normal weiter, die verdienen sowieso gutes Geld. Und das ist schon eher so die Upper Class, die dann, wenn jetzt ein Nebenkosten 200-300 Euro mehr ist oder Spritkosten ist 2 Euro der Liter, das ist nicht schön, das ist für uns alle nicht schön, aber wegen 200-300 Euro mehr im Monat würden die jetzt nicht sagen, oh, jetzt hier kann ich mir einen Trainer nicht mehr leisten. So. Also vielen Dank an die beiden, dass wir hier ihre Meinung zu diesem Thema gesagt haben und jetzt hast du mal so einen Einblick bekommen, warum eben Personal Training ein durchaus sicheres und krisensicheres Geschäftsmodell ist und wenn das bei dir eben noch nicht so ist, dass du eben hier diese oberen 10% trainierst, beziehungsweise wenn du sagst, okay, du möchtest Personal Trainer werden und möchtest diese oberen 10% hier ansprechen, ja, dann melde dich doch gerne mal bei uns für ein kostenfreies Strategiegespräch, da können wir mal genau Strategien besprechen, wie man das eben machen kann, wie man das schaffen kann, als Personal Trainer eben hier eben Leute anzusprechen, die ein bisschen mehr Geld verdienen und die man auch in der Krise gut trainieren kann. Ja. Das heißt, melde dich da mal gerne, dann können wir mal ganz genau darüber sprechen, wie das für dich auch funktionieren kann. Und ja, trag dich mal direkt hier auch bei premiumtrainer.de für ein kostenfreies Strategiegespräch ein. Dann können wir ganz genau schauen, wie dein Personal Training Business aussehen kann oder wie wir dein Personal Training Business verbessern können. Bis zum nächsten Mal, dein Team Kinalzig und ciao.